Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, in der Manager-Folge, in der Doppelfolge. Und als erstes geht's gegen Gladbach zu Hause bei Rieken in der deutschen Pokalrunde. Wir sind in der zweiten Runde des deutschen Pokals und das Werder-Spiel, das sollten wir so schnell wie möglich hinter uns lassen. Und sollten wenigstens jetzt hier mal in dem deutschen Pokal zeigen, dass wir es doch besser können. Dass wir es voll drauf haben, auch wenn wir hier gerade beim übelsten Regen spielen. Und ich habe mal eine andere Formation ausgesucht. Und zwar mal eine Dreier-Verteidigungsposition. Das ist, glaube ich, 3-5-2 oder so. Und ich möchte es halt einfach mal testen, mal wieder mit linken und rechten Mittelfeldspielern. Und wir gehen trotzdem wieder auf Konter und Pressing und können nur hoffen, dass unsere beiden Stürmer, denn wir haben nämlich nur zwei, die das aushalten. Ja, ist nämlich auch noch irgendwie so ein bisschen bescheiden schön, dass wir nur zwei Stürmer haben. Aber heute will ich hier ein weitaus besseres Spiel sehen, als was wir hier beim letzten Mal gegen Werder Bremen gesehen haben. Ach, was denn jetzt? Das war doch eigentlich auch für Balui gewesen. Wieso hirscht denn da jetzt Ibarbo hinterher? Aggressiv. Ja. Wir legen uns den mal ein bisschen weiter nach vorne. Und da ist es drin. Ja, so geht es. So geht es. Dein Baller, schönes Kopfding. So wollen wir das machen, Alter. Dafür haben wir uns ihn ja geholt, damit er sich durchsetzt. Und auch als kleines Pummelbildchen dann die Tore machen tut, ja. Ich glaube, wenn mich nicht alles irrt, ist sogar Dybala nur 1,77 groß und hat sich da gerade gegen zwei doch recht starke und große Verteidiger aus Gladbach durchgesetzt. Und holla, die Waldfee, erste Minute schon das 1:0 für uns zu Hause. Das kann so weitergehen. So, das erste Tor für ihn hier im deutschen Pokal. Und wir drücken natürlich allen jetzt hier die Daumen. Alle sollen die Daumen drücken, dass es nicht das einzige Tor sein wird. Hier bei diesem regnerischen Hamburger Wetter. Und ich kann nur sagen, auch in Real Life sieht es nicht besser aus. Hier ist ein Sturm ohnegleichen. Ach, jetzt habe ich schon wieder LB gedrückt, ich Idiot. Ich wollte eigentlich RB drücken. Aber wie mache ich denn zum Beispiel nochmal den blöden Schuss, wenn ich ihn ganz flach ballen will? Aber da drücke ich ja auch nicht RB, denn. Weil RB ist ja mit angeschnittenem Schuss. Okay, wir haben ihn jetzt als letztes berührt. Ah, oh, gibt's Abschuss. Okay. Es hat diesmal halt nicht so ganz gut geklappt, aber wie gesagt, ja, wie mache ich, dass ich zum Beispiel ein flacher Schuss dann so knallhart schießen kann? Müller, die Pace Machine. Kommt die Flanke auch richtig an? Nein, aber der Verteidiger nimmt den Ball wenigstens noch mit ins Dings. Und nein, ich möchte gerne, dass Geier das Ding macht. Ah,
Das war gar nicht mal so schlecht von Bellarabi gewesen, nur leider genau auf den Torwart. Das wissen wir aber alle, dass er das definitiv besser kann. So. Lia kommt da nicht an Bellarabi vorbei. Aber was ist mit... Was ist da los? Was ist da für ein Getummel los gewesen eben gerade? Da haben wir uns wieder gegenseitig... Guck mal, vier Leute stehen da auf einmal links und keiner ist mehr rechts und... Irgendwie entsteht da totales Getrudel, ja, und wir haben noch Theo mit drinne statt Leo. Obwohl, ach, guck mal, da hier immer noch springt, tut Nikolai Müller entgegen. Und schon ist der Ausgleich da. Und, oh, ich habe schon wieder zu schnell gedrückt. Nein, da haben wir nichts gemacht. Ach, komm. Also manchmal kann dich FIFA auch echt zu übelster Weißglut bringen. Ich will doch nur das. Heuberg schießt erstmal den Mann da an. Okay, Einwurf jetzt für Hamburg. Und es ist spannend, der Ausgleich kam recht überraschend. Jetzt mal ein flottes Passspiel. Balui, der es nämlich auch drauf hat. Richtig knallharte, gute Schüsse aus dem Halbfeld zu schießen. Und der kam sehr scharf auf Sommer hinzu. Und da war es wieder. Da war es wieder. Das übermächtige Momentum für die Gladbacher. Ach. So. Ja. Gaia rettet mal wieder am Ende. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Aber Gaia ist zum Beispiel bei mir auf der Xbox, wo ich ja dann auch zocke und mir natürlich gleich geholt habe. Okay, da hat er sich richtig gut entwickelt und Decilio ist bei mir hier auf dem PC, glaube ich, mit 81 Gesamtwertung. Und auch der Xbox mit 75, der entwickelt sich da irgendwie nicht, obwohl der auch immer voll die Einsätze hat. Und ja, Gaia hat sich bei mir schon 82 und er entwickelt sich hier auf dem PC irgendwie nicht. Das ist, was geht, ne? Was geht, liebe Fußballfreunde, liebe Momentum-Freunde? Das haben wir uns zwar so zurecht gebastelt, aber Kleber, wenn man ihn braucht, ist der halt immer da. Und ich bin immer sehr fasziniert. Und okay, der ist jetzt ein bisschen ein bisschen weit vorne jetzt gewesen. Ja, und das war's jetzt in der ersten Halbzeit. Meine Fresse, es ist richtig gut gewesen. Wir sind schnell in Führung gegangen, haben dann durch ein, ja, sagen wir es mal, trottliges Verhalten hinten sind wir wieder sehr unkonzentriert. Aber das ist auch echt schlecht in FIFA 15 halt zu verteidigen. Und Gladbach hat die Chance halt genutzt, hat das gewusst. Und wir gucken mal, wie es bei den anderen steht. Was ist denn noch gerade wichtig? Ja, Schalke 04 gegen Sandhausen. Ey, was ist da los? 0-0, aber
Augsburg führt gegen die Eintracht, Düsseldorf gegen die Braunschweiger und Frankfurt liegt zurück hinter Stuttgart und Leipzig, ach du heilige Scheiße, Leipzig zu Hause schon in der ersten Halbzeit 0-2 gegen Freiburg. Und was ist da los? Union Berlin aus der zweiten Liga 1-1 gegen Borussia Dortmund, die setzen sich da richtig gut durch. Doch Werder setzt sich ja wohl auch mit 1-0 noch richtig gut in Szene, da die ja einen guten Vorgeschmack haben, wo sie uns da erstmal abgekackst haben. Das war ja auch so ein ganz böses Ding. So, wir wollen mal jetzt hier versuchen, ein bisschen gute Pässe zu spielen und dann nicht so eine Scheißbälle zu ballern. Denn was bringt uns das, wenn das alles in die Hose geht? Wir brauchen Tore. Wir brauchen Tore, die müssen nicht mal schön aussehen. Ich brauche keine schönen Tore. Ich will Tore. Aber der wäre klasse gewesen, wenn der drinne gewesen wäre. Von dem Meister Ibabo. Sollen wir da ganz schön hart zu tun. Hier gucken wir nochmal aus der Dings. Ja, Mai! Der wäre knapp unter die Latte wäre reingegangen. Und der ist jetzt drinnen, Joel Matip, unser Innenverteidiger, den wir uns von Schalke geholt haben. Er macht es hier. Der ist ja auch nicht ohne Grund der Captain. Wer das wieder gemacht hat, weiß ich nicht. Das war bestimmt wieder FIFA 15, aber ist ja auch egal. Das ist gar nicht so schlimm. Und wir sind schon wieder in Führung. Also die Ansprache, den ich die Jungs in der Kabine gehalten habe, das war wohl genau richtig. Guckt euch das an. Da steht er mit Ibabo da vorne. Und Beine springen hoch. Und ich glaube, Ibabo hat sogar Kleber noch hier noch geholfen. So, Hermann kommt jetzt für André Hahn rein. Da gab es jetzt mal eine Umstrukturierung. Ja, da war nichts gewesen. Nichts gewesen. Außer Spesen. Heuberg, sehr gut. Er setzt sich aber auch genial durch, der Heuberg, ne? Genauso wie Reinhardt, also die beiden als ZM sind auch echt Weltklasse. So, machen wir jetzt mal. Ach, das haben wir jetzt mit Reinhardt halt nicht ganz so gut hingekriegt. Oh. Theo sah da ein bisschen überfordert aus, aber okay, der ist ja auch noch so ein bisschen. Dass wir ihn eigentlich drin hatten, war nicht so geplant. Aber er macht bis jetzt ja auch noch einen ganz guten Job. Er will jetzt gar keine. Ach ja, da. Elia geht raus und wer kommt denn jetzt für ihn rein? Traoré kommt für ihn rein. Und es gibt doch keine Ecke. Und Leute, es stürmt hier auch bei mir zu Hause. Es knattert und es knistert an dem Fenster, an der Balkontür. Meine Güte, das ist hier. Es ist hier Sturm angesagt. Ja, da gibt es natürlich nichts, ne? Nein! Oi, Alter, das gibt's doch nicht hier von der Vater zur Mutter.
getroffen. Oh Gott, Alter. Manchmal denke ich mir nur so, es ist alles der Controller ist schuld, ja? Der Controller ist schuld oder einfach nur das Spiel ist schuld, dass das einfach so verquält läuft. Und ich wollte den anderen jetzt auch nochmal, der war nur Flügelspieler wieder so. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich muss Dybala und Ibabo noch ein bisschen schützen für das nächste Spiel. Wir bringen mal Harvey für Reinhardt rein. Das soll es jetzt hier im Endeffekt irgendwie noch sein. Also, Alter, das ist kein Durchkommen. Jetzt ist wenigstens mal eine Dings. Und jetzt ist die Dings da. Jetzt gibt es hier erstmal noch. Hier Mauge. So doll habe ich doch jetzt gar nicht gespielt, Alter. Ich konnte eben gar nicht auch mehr bewegen, also es war irgendwie recht eigenartig, möchte ich glatt schon behaupten. Was? Nein, da war doch nichts im Abseits. So, Gladbach macht hier auch nochmal eine schnelle Auswechslung, auch wenn der Junge wohl nicht ganz gerne vom Platz gegangen ist, aber was muss, das muss, ne? Gladbach versucht hier noch mit Korb noch irgendwas zu holen und wenn der Zimmermann das nicht richten konnte, dann muss es der Korb machen. Was für ein Wortspiel, Alter. Ich sag nix. Der Controller ist schuld. Der Controller ist schuld. Aber wenn wir jetzt hier ganz knapp gewinnen sollten, wo ich das Wort ja noch nicht mal mehr so ungern in den Mund nehmen möchte. Ach, das wäre schon wieder abseits gewesen. Der kurze Pass, ne, wäre doch jetzt noch möglich gewesen, aber nein. Oh, Alter. Mehr dich doch aus. Oh, gut gemacht von Balui, auch wenn das... So, und da ist es vorbei. Wir gewinnen 2-1, sind eine Runde weiter, auch wenn wir dafür richtig hart kämpfen mussten, haben wir dennoch gewonnen. Und ich würde sagen, es war okay gewesen. Es war okay gewesen. Green hat wirklich schlecht gespielt, konnte sich da nicht wirklich durchsetzen. Bakali konnte von seiner kurzen Zeit drinnen noch was machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Spiel. Dann wieder gegen Gladbach, aber in der Liga. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück in Gladbach diesmal. Und wir sind hier ganz normal in einem Bundesligaspiel. Ich habe die Aufstellung mal wieder ein bisschen umgeändert. Bin jetzt mal mehr auf wieder zurück auf die Vierer-Situation und möchte auch ganz gerne
eher auf die ZOMs gehen. Also sprich, wir haben eine Sturmspitze, daneben dann zwei ZOMs mit linken und rechten Mittelfeld und dann vier Verteidiger. Das ist die Aufstellung derzeitig. Und ich habe jetzt Ibabo als Sturmspitze erstmal reingeholt. Depay ist auch wieder gesund. Nur das Problem ist, Depay ist halt einfach nur ein Flügelspieler. Er kann nur linkes Flügel spielen. Und ich weiß nicht, ob er wirklich dann auch bereit ist, auch mal den Stürmer zu spielen. Ob er denn auch den Abschluss dann hinbekommt. Das ist dann wirklich die Frage. Emre Can hier wirklich sehr gut im Zweikampf. Hier schon wieder. Ja, konnte sich Gladbach am Ende doch noch durchsetzen. Jetzt Matip da wieder. Und Tente, unser Jugendspieler. Werner. Ja, da wär der einzige. Was? Och, da, nein. Da wäre der Schuss auf jeden Fall die richtige Wahl gewesen. Ja. Aber na gut. Timo Werner da, nichts gemacht. Trotzdem gibt es jetzt hier den Einwurf für Gladbach. Ja, da war Timo dann doch ein bisschen stärker jetzt in den Zweikampf involviert. Und ja, Contento ist jetzt hier unser ZOM-Spieler. So, ja, und Ibabo lässt einfach erstmal den Ball fallen. Oh, oh. Alter Schwede, das ist schon wieder. Was ist denn das hier schon wieder? Versuchen wir uns noch irgendwie in so einen Elfmeter zu haschen, weil wir uns denn so im Raum dann fallen lassen und. Hä, was ist denn jetzt hier los eigentlich? Habt ihr den doch als letztes berührt? So, jetzt ist aber hier unsere Dings. Bringen die rein und ja, aber dann steht da wieder keine. Ich denke so, ja, wo soll ich hinspielen? Wo soll man hinspielen, wenn da keiner ist? Und du kannst ja auch versuchen, dir Formationen hinzubiegen, wie du willst. Aber wenn denn da in dem Moment keiner steht, dann bringt dir das auch nichts. So, jetzt aber. Alter, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Kommt, Leute, was soll denn das jetzt? Oh, guckt ihr mal, wie er mich da umhauen tut, Alter. Das war ein direkter Angriff mit ausgestreckten Armen. 100 Pro. Boah, hat er aber auch perfekt gemacht. Ah, steht Ibabo im Abseits. Wir haben auch wieder so die Probleme halt so, dass diese Steilpässe halt überhaupt nicht mehr wirklich ankommen oder wir das Problem besitzen, dass Abseits. Dass wir entweder im Abseits stehen oder dass dann in der Position einfach auch ein anderer Mitspieler, ein Gegenspieler dasteht und uns daran hindert. Oder, was noch am meisten vorkommt, oh, Korb hat sich verletzt, was noch am meisten geschieht ist, dass wir 30 Jahre brauchen, bis wir wieder auf Touren kommen, wenn wir uns den Ball im Endeffekt doch noch gesichert haben. Oder wir einfach nichts damit anfangen können. Was? Wie kann er den Ball da verlieren? Leute, jetzt mal ganz ehrlich, Alter, erklärt mir das mal.
Und dann nimmst du dir den Ball des Gegners, so wie hier, und machst daraus nichts. Setz ihn dir bei der an und dann wird gepfiffen. Dann wird gepfiffen, weil die Babo ein bisschen halt einfach den Babo raushängen lässt. Was? Was? Gladbach wieder hier mit Momentum übertönt. Oh, zum Glück Matip, Alter. Ich dachte schon, jetzt lauf doch mal. Sonst muckt da so die volle Granate im Sturm. Es ist ein Katastrophen. Es ist eine Katastrophe hier schon wieder. Die erste Halbzeit. Ich könnte schon wieder durchdrehen. Da fragt man sich immer, was spielt man denn hier schon wieder? Was ist denn das hier schon wieder für ein abgekartetes Spiel? Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Kali und DP auch die ZOM-Positionen nachher mal bringe oder so, ob das vielleicht was bringt. Ich kann es euch echt nicht sagen. Und es bringt jetzt auch nichts, wenn wir jetzt Emre Can da auswechseln, denke ich mal. Aber wir machen es einfach mal. Wir bringen Geis mal rein, weil der soll sich so schnell wie möglich noch weiterentwickeln. Der Xbox war der nach kurzer Zeit schon 81. Und guck dir das an. Es ist. Da kriegst du Regelschmerzen von. Da kriegst du bei sowas kriegst du Regelschmerzen. Ja? Das ist. Meine eine läuft da mit dem Ball. Alter! Ja, was wollte ich gerade sagen? Ja, natürlich! Natürlich! Wenn ich gefault werde, Alter, dann wird einfach weitergespielt. Das sieht der Schiedsrichter nicht. Und dann wird dann einfach gesagt so, ja, war da jetzt was? War da jetzt nichts? So auf die Art, so, stell dich doch mal nicht an oder so, ne? So, wir machen auch schon mal den ersten Wechsel. Rafael kommt für Younes rein. Die wollen wir, denke ich mal, auf der Seitenlinie bei uns durchhirschen. Und das Problem ist immer, ich habe große Angst, sobald ein Gegner bei mir im Strafraum ist, dann sehe ich schon fast das Tor kommen. Und Leute, die setzen ihre Bälle links, rechts und die kommen alle an. Die kommen alle an. Die kommen irgendwie immer alle an. Ja, Max, das war mal nix. Das war mehr als ein Satz mit X, das war nix. Es ist ja auch immer wie mit Ballbesitz oder so. Habt ihr mal drauf geachtet? Da wurde ich zum Beispiel einfach mal ausgekontert. Umgenietet auf gut Deutsch. Wieso läufst du denn da nicht hin? Wieso läufst du da nicht hin? Der Ball ist doch da. Wieso läufst du nicht dahin? Ja, natürlich. Natürlich waren wir da wieder böse gewesen. Ei, Karamba, alter Schwede, Junge. So. Es läuft aber auch keiner mit. Es kommt keiner mit. Ja, das war eher
Ja, ein müdes Flühchen. Ja gut, okay, der war schon so ein bisschen unter Bedrängung. Hier ist auch nochmal die Auswechslung und ich weiß wirklich nicht, so sollten wir das mal wirklich bringen jetzt hier. Wir versuchen es einfach mal. Und gehen damit natürlich ein gewisses Risiko ein. Aber vielleicht können uns diese Flügelspitzen, ja, diese Speedkanonen, ja. Alter! Ja, na, oh, Alter, wenn das Ding jetzt aber auch nicht drinne gewesen wäre. Meine Fresse, 0:1 hier für den Hamburger Sportverein. Und war es jetzt das Ding gewesen mit Depay und Bakali, dass uns das jetzt irgendwie was gebracht hatte? Es würde mich jetzt echt nicht wundern. Und aber das beißt er da wieder an den Pfostenknall. Weiß ich nicht. Das fünfte Tor auf jeden Fall für Victor Ibabo. Und bei uns geht hier gerade die Sonne auf. Meine Güte, das ist so hell hier drin. Ich werde glatt geblendet von der Helligkeit. Hier steht euch auch im Weg. Okay, da stand ja jetzt nun mal keiner. Okay, den hat jetzt Werner ein bisschen, der kam ein bisschen unschön. Ja, natürlich. Da stand der Johannes natürlich ein bisschen im Weg. Da müssen wir natürlich pfeifen für Gladbach. Na klar. Natürlich. Ja, es geht ja nicht anders. Jetzt hat sich Timo Werner mal nicht. Oh ja. Der Pass wäre jetzt auch ein bisschen spät, bestimmt wieder gekommen. Und Koppmann hat sich da verletzt. Hier eine kleine Verletzungsserie ist gerade im Gange. Aber ich denke, wenn wir jetzt hier alles noch richtig machen. Alter. Wenn das jetzt mal keine rote Karte gibt, dann weiß ich jetzt auch nicht. Der gibt nix. Er gibt nix. Das gibt's doch nicht, alter Junge. Der ist mir von hinten in die Beine. Das gibt's doch nicht. Da gibt's nur Freistoß. Das ist doch wohl ein Witz. Das ist so ein geschmierter. Ach. Leck mich doch am Arsch. Ich kann das nicht. Das lässt sich immer scheiße machen. Aber wir werden hier nicht verlieren. Das sehe ich so kommen. Und wenn wir hier nur 0:1 gewinnen, ist es egal. Das war ein spannendes Ding. Und und es ist mal wieder was spannend zu sehen. Ja, wie Schiedsrichter einfach nur verkacken. Ja, aber wir machen das mit Leistung, mit fußballerischer, Alter, das sind ja auch Wortspiele, die ich hier. Oh nein, Babo, wieso hast du denn noch? Der Controller ist kaputt. Der Controller ist kaputt. Ja, auch ihr lauft mal ins Abseits. Ja, auch ihr lauft mal ins Abseits. Auch ich laufe mal ins Abseits mit
mit unserem guten Ibabo. Es kommt nicht sehr oft vor, dass wir ins Abseits laufen. Es kommt ja auch nie so oft vor, dass gegen uns gepfiffen wird. Da habt ihr den Witz mitgekriegt, ne? Also. Ach komm! Komm, das hättest du eigentlich pfeifen können. So. Beißt er. Was? Da strickt er seine. Babo ist da schon ein bisschen zu erschöpft und dann gewinnen wir am Ende. Wir gewinnen am Ende, auch wenn es wieder nur so 0-1, es war wieder so ein ganz knappes Spiel. Ich bin auch der Meinung, Gladbach hat sich in den beiden Spielen sehr gut präsentiert, hat starkes Pressing gemacht und das zweite Spiel war einfach ein Pfeifkonzert. Aber wir haben trotzdem durch gutes Spielen, durch fußballerisches Spielen dann im Endeffekt doch noch gewonnen. Und das war's mit der Doppelfolge Manager-Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, es kommen ganz viele Kommentare von euch. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, liebe Zockerfreunde, und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss.